Sehr geehrter Herr Kurz, sehr geehrter Herr Strache, meine Damen und Herren, kurze Rekapitulation. Nach den Wahlen Mitte Oktober habe ich Sebastian Kurz als Chef der stärksten Fraktion im Nationalrat gebeten, Vorschläge über die Zusammensetzung und das Programm der nächsten Bundesregierung zu unterbreiten. Und daraufhin wurden Verhandlungen mit der Freiheitlichen Partei aufgenommen. Und ich habe gebeten, mich laufend zu informieren über den Fortgang der Gespräche. Das ist auch erfolgt, dafür danke ich. Die meisten dieser Gespräche fanden nicht medienöffentlich statt. Bitte dafür um Verständnis. In diesen Gesprächen haben wir uns unter anderem darauf verständigt, dass es im nationalen Interesse Österreichs liegt, weiterhin im Zentrum einer starken Europäischen Union zu sein und aktiv mitzuwirken an der künftigen Entwicklung der Europäischen Union und dass weiterhin die Grund- und Freiheitsrechte, wie sie unter anderem in der Europäischen Menschenrechtskonvention oder der Europäischen Grundrechtecharta kodifiziert sind, sozusagen der Kompass des Handelns bleiben. Heute Nacht haben Sebastian Kurz und ich telefoniert und Sebastian Kurz hat mir mitgeteilt, dass mit dem Verhandlungspartner der FPÖ es zu einer Einigung gekommen ist, zu einer Einigung über das Programm bzw. die Ressortverteilung zwischen den beiden Partnern und natürlich die Zusammensetzung der künftigen Bundesregierung, das heißt die Persönlichkeiten, die als Ministerinnen, Minister, Staatssekretärin, Staatssekretär dieser Bundesregierung angehören werden. Sebastian Kurz und Heinz-Christian Strache werden jetzt in die zuständigen Parteigremien sich zurückziehen und dort berichten. Und ich werde in der Zwischenzeit noch mit jenen Persönlichkeiten Kontakt aufnehmen, die ich noch nicht so gut kenne, also die künftigen Ministerinnen oder Minister, die ich noch nicht kenne, um sie vor einer Angelobung zu Beginn kommender Woche noch näher kennenzulernen und das eine oder andere Thema zu besprechen. Wenn alles so läuft, wie wir uns das vorstellen, dann steht eine Angelobung der künftigen Bundesregierung zu Beginn kommender Woche nichts mehr im Wege. Ich wünsche der künftigen Bundesregierung alles Gute. Ich hoffe, dass wir weiterhin auf einer vertrauensvollen Basis zusammenarbeiten können, so wie wir es bisher getan haben. Und so bleibt mir nur jetzt Ihnen, Herr Kurz, das Wort zu erteilen als dem zukünftigen Bundeskanzler, aber ich kann natürlich das Ergebnis der Sitzungen jetzt, die jetzt beginnen am heutigen Samstag, die Sitzungen der zuständigen Parteigremien nicht vorwegnehmen. Ja, vielen Dank für heute. Alles Gute. Vielen Dank. Herr Strache, alles Gute. Bitte schön. Sehr geehrte Damen und Herren, sehr geehrter Herr Bundespräsident, ich möchte mich zunächst einmal, ich glaube, in unser beider Namen ganz herzlich bedanken für das Vertrauen, aber vor allem auch für den intensiven Austausch in den vergangenen 2 Monaten. Ich habe vor knapp 2 Monaten vom Bundespräsidenten den Regierungsbildungsauftrag erteilt bekommen, habe danach Sondierungsgespräche mit den Chefs der anderen Parlamentsparteien geführt und habe wenige Tage darauf Koalitionsverhandlungen mit Heinz-Christian Strache und der FPÖ aufgenommen. Wir haben intensive Verhandlungen geführt, die gestern Abend zu einer Einigung geführt haben. Wir haben heute dem Herrn Bundespräsidenten sowohl das Programm als auch das Team vorstellen dürfen. Und ich darf mich ganz herzlich bei Ihnen, Herr Bundespräsident, für das Vertrauen bedanken. Es ist ein gutes und starkes Team. Was meinen Teil des Teams betrifft, so werden 50% Frauen in diesem Team sein, 2/3 der vorgeschlagenen Mannschaft sind Experten, die sehr viel Expertise mit in diese politischen Spitzenfunktionen mitbringen.
Und auch was das Team von Herrn Strache betrifft, sind die Vorschläge hier besprochen worden. Ich darf mich noch einmal ganz herzlich bei Ihnen für das Vertrauen bedanken. Ich darf mich ganz herzlich für die konstruktiven Verhandlungen bedanken. Wir werden jetzt auch das Programm und die Personen unseren Parteigremien vorstellen und dürfen Sie dann am Nachmittag wieder informieren. Vielen Dank. Ja, meine sehr geehrten Damen und Herren, sehr geehrter Herr Bundespräsident, Herr Sebastian Kurz, ich darf mich auch noch einmal dafür bedanken, dass wir in den letzten Wochen abseits auch der Medienöffentlichkeit eine sehr, sehr offene, respektvolle Gesprächsebene gehabt haben und dass das auch zeigt, welch guter Stil auch hier gelebt wurde in den letzten Wochen. Denn ich sage, da geht es um eine Verantwortung für unsere wundervolle Republik Österreich und es geht darum, dass man auch in Zukunft eine gute Zusammenarbeit sicherstellt. Und wir werden jetzt mit dem Verhandlungsergebnis, das dem Herrn Bundespräsidenten heute auch mitgeteilt wurde und übergeben wurde, und auch die Ministermannschaft in den Gremien besprechen. Dort ist jetzt ab 10 Uhr sozusagen findet die Präsentation statt und nach den Gremien, wenn die Beschlussfassungen getroffen worden sind, werden wir dann gemeinsam ab 16 Uhr, Sebastian Kurz und ich, auch die Präsentation dann in Folge vornehmen. Ich darf mich auf dem Weg, wie gesagt, noch einmal bedanken und freue mich auch auf eine weitere gute, respektvolle und menschliche Ebene, die in den letzten Wochen hier wirklich gelebt wurde. Und wir haben ja, Herr Bundespräsident, wir kennen uns ja schon sehr, sehr lange und auch schon aus der parlamentarischen Tätigkeit. Und ich habe immer eine große Wertschätzung Ihnen gegenüber gehabt, denn ich sage, wir haben viele wundervolle Gespräche auch führen dürfen. Danke. Alles Gute. Wiedersehen.